Jo, moin. Lonaril hier und hier geht's weiter mit Kapitel 3 aus dem dritten Akt. Gesprengte Ketten. Ja, meiner Soja schaut mir ja schön an, beziehungsweise auch euch, ne? So, sprecht mit Ilsim in der Seelensteinmine. Ja, der Bürgermeister wurde gefangen genommen und wir müssen ihn jetzt retten. Eieieiei, hurala. So, ich muss mal kurz schauen, weil ihm rödelte meine Platte an meinem Streaming-Rechner. Aber er scheint heute aufzunehmen. Hoffen wir, dass er jetzt nicht so hier leckt. Sehe ich erst in den Videoaufnahmen. So, wir müssen irgendwo da hoch wieder hin, da hinten zur Seelensteinmine. Und diesmal auch rein. Und hier kämpfen immer noch diese scheiß Talos-Soldaten von damals rum. Seit 16 Jahren. Da heißt ja einer Rio. Die Mieze heißt Rio. Oh, mit. Später, Junge. Was war ja klar. Ihr wollt es wieder wissen. Huch, ja. Da ist er ja. Diese Talos-Bastarde treiben Schindluder mit den Dorfbewohnern. So beruhigt euch doch. Entschuldigt, ich halte es nicht aus, das Dorf so zu sehen. Selbst Kinder und Alte verrichten Sklavenarbeit. Das darf so nicht weitergehen. Beseitigen wir die Soldaten, dann sind die Dorfbewohner frei. Okidoki. Bildchen. Wie mache ich ihn jetzt fertig? Ja, warte mal. Momentan nicht möglich. Das ging mal ein bisschen schief aus. Aber halt so. In Ruhe. Junge, 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 Junge. Ich hab mir fehlt da eine, ich hab da was bekommen. Ist das denn besser? Ach, da muss ich noch auspacken. Warte mal. Mal langsam, Kleiner. Die ist ja unfair, die Knorre. Wir unterwandern mal den Feind.
trotzdem wäre sie mir rot angezeigt. Lasst ihn frei. Lasst ihn. Oh mein Gott, mich trotzdem an. Hilft also nicht. Wir kommen gerade noch rechtzeitig. Der Bürgermeister wird weiter drin gefangen gehalten. Und dort bimmelt es vor Wachen. Das schaffen wir nicht allein. Habt ihr eine Idee? Möglich. Dorfbewohner, die gegen die Talos rebellierten, mussten in der Mine Strafarbeit verrichten. Das bedeutet aber, viele der Arbeiter können kämpfen. Beschafft ihnen Waffen, dann können wir die Soldaten überwältigen. Juhu! Besorgt konfiszierte Waffen. Habt ihr nie versteckt. Eieieiei. Die könnte Stempel benutzen. So. Ja. Puff, weggeblitzt. Yeah. Oh, Ja, du kriegst auch eine Waffe. Und du auch. Warum sind die Spitzhacken neben? Verstehe ich nicht. Sind da auch Waffen mehr oder weniger? Nehmt das! Und der war flink doch. Wir haben das auch, ne? Kalt? Das kommt hier auch nochmal eine Stratos-Uniform, oder? Ja, nicht Talos. Komm, du Stratos. Was ist da los? Da ist ja der Bürgermeister. Juhu. Alles in Ordnung? Tut mir leid, dass ihr so leiden musstet. Warum riskiert ihr euer Leben für uns? Das war Ilsims Plan. Ilsim ist also offenen Auges in die Gefahr gelaufen. Ja. Dieser ewige Narr. Doch wenigstens geht's ihm gut. Habt ihr Hong Yun gesehen? Spricht man das aus? Hong Yun ist auch hier? Ja. Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Was geht hier vor? Tja, was geht hier vor?
Was? Oh, wer ist denn hier, Kleine? Ach, kleiner Verräter hier, wach. Eingefroren. Sprecht mit Bürger. Jetzt haut er ab, der Feigling. Mann. Wie konnte Hongyu nur? Nahm er dafür Gold von den Talus? Wahrscheinlich wurde bestochen. Hongyu konnte unsere Flucht nicht aufhalten. Also schickt die Talus-Armee sicher bald Verstärkung. Ihr solltet gehen. Alle. Schnell. Und was ist mit euch? Ich bleibe im Dorf. Ohne mich sind die verbleibenden Dorfbewohner verloren. Ihretwillen muss ich bleiben. Ich habe eine letzte gefährliche Aufgabe für euch. Kommt zu meiner Hütte, ohne dass euch jemand sieht. Ja, das kriegen wir hin. Ich gebe euch in Sicherheit, das mache ich erst. Wui, alle sind weg. Hey, er rennt raus. Oh, ich bin mal neugierig. Mal gucken, ob da lang geht. Oh. Was ist das denn alles Schönes? Hui! Seelensteine. Oh, alle meine. Würde ich ja gerne mitnehmen. Ich kann hier nichts mehr machen, oder? Weil theoretisch meistens so muss ja bloß in die Hauptstory kommen, die epische Quest machen. Klingelgeld hier, hat man gesagt. Oh, das war... Mal schauen, vielleicht gibt es ja eine Kiste. Die können wir uns ja schnappen. Falls. Ja. Das soll es, wir toben hier einfach mal. Ah, jetzt ist sie schon, wa? Da ist sie ja. Power haben. Ja. So. Plündern wir mal. Schlüssel. Ich frage mich den Scheißdinger noch. Oh, zwei. Naja, später mal hier eben Massen. Was wir möglichst zusehen, wie wir bekommen. Nehmen wir mit. Wenn ich Lust habe, das machen. Oh, aber. So. Ich soll hier hinkommen, ohne gesehen zu werden. Das geht am besten so. Nee. Ja, lassen wir uns, ist das. So, Freundchen. Ach, Y. Windwandeln ist derzeit nicht verfügbar. Zweiter Versuch. Yeah. Ja. Hui. Ich sollte mal meine Uniform wechseln, ne? Nicht, dass ich da jetzt gleich Dresche bekomme. Das kann gut möglich sein. Weil es eine Fraktionsuniform, die ich da annahme. Immer hinten rum. Die Stimme da. So. Ilsim. Oh, die Talos-Armee behält den Bürgermeister im Auge. Wenn ich mich nicht zusammenreiße. Ja, kleiner Knirch. Dann mach das mal. Aber mit denen will ich das gerade nicht quatschen. Deswegen quatscht er auch nicht. So. Verliert keine Zeit. Die Talos-Armee wird bald nach mir suchen. War die Armee nicht nur hinter Ixanun her?
Jin So-Yun, Abgesandte der Talos, wollte Ixanun unbedingt finden, als sie vor Jahren unser Dorf überfiel. Und die Seelensteinmine besetzten die Talos auch. Vielleicht kann Ixanun helfen. Vielleicht. Er hat ein Geheimversteck in Grünsenke, von dem fast keiner weiß. Dort findet ihr vielleicht Hinweise zu seinem Aufenthaltsort. Als Meister der Drachenströme kontrolliert Ixanun alle Zugänge zu seiner Residenz. Nur mit einem besonderen Talisman könnt ihr einen Drachenstrom nach Grünsenke öffnen. Nehmt diese besonderen Talismane, ich brauche sie nicht mehr. Verankert sie am großen Drachenstrom, dann könnt ihr nach Grünsenke reisen. War das die gefährliche Aufgabe? Teilweise. Nehmt Ilzim mit euch. In der Mondwasserebene soll sich eine Widerstandsbewegung gegen die Talos formieren. Bringt Ilzim dorthin. Dort ist er in Sicherheit. Vielleicht eilen sie uns zu Hilfe, wenn Ilzim ihnen von den Ereignissen hier erzählt. Falls ihr Ixanun trefft, sagt ihm... Ach nein, Erklärungen vergeuden jetzt nur Zeit. Geht! Ja. Sprecht mit Ilzim Amemistor. Das konnte ich schon voraus. Heb nur hinter mir und ich bin schon da. Typisch. Nee. Du bleib mal schön da. Ach nee, da muss ich umschleifen, oder? Einfacher Standardangriff. Es gibt auch einen vereinfachten Kampfmodus. Ich weiß gar nicht, den man jetzt schon hat oder man den später erst benutzen kann, darf, wie auch immer. Und ob er Sinn macht. Für diese Klasse, du bist ja schon. Wir brauchen nur diese Talismane? Nun gut, ich möchte das Dorf ungern so hinterlassen, aber wenn Taiwo es so will, dann kann ich wenigstens den verfluchten Talos eine Lehre erteilen. Los, vernichten wir sie! Bring die Drachenstrom-Talismane an die Säulen beim Himmelstor. Ja. Wenn da nicht die Talos an die wäre. Nicht. Na. Muss ich hier was anbringen? Auch nicht? Hä? Oder nun? Geht's da? Da klebt der Fetzen. Oh, es ist der schon wieder da. Weg mit dir. So, jetzt ist die schon wieder. Gefangen.
Na, na. Willst du heute noch was, Kleiner? Was geht denn jetzt hier? Ja. Ich hab Eis dagegen. Kühlt. Yippie. Es hat geklappt. Der Drachenstrom ist stabil. Jetzt können wir ihn öffnen. Ja, Applaus. Nicht cool, Schicksal. Nicht cool. Was mache ich jetzt nur? Die Welt zu retten reicht wohl nicht, was? Hat es geklappt? Was ist das hier? Mein Zuhause. Genau gesagt, das von Meister Ixanun. Ixanun? Ihr seid das? Das stimmt. Und wer seid ihr beide? Ich hoffe, ihr habt einen guten Grund für euer Auftauchen. Hm? Die Schwarzrose. Hab ich recht? Die Schwarzrose. Ein Clanmitglied hat sich mit dem Server verbunden. Loswerden. So. Die Talos überfielen unser Dorf, um ihn zu finden. Und in all den Jahren kam er uns nie zur Hilfe. Ich bleibe nicht hier bei diesem erbärmlichen Verräter. Was? Wenn ich könnte, würde ich Ixanun nun eigenhändig erwürgen. Na. Wäre ich doch länger geblieben. Meine Mutter, mein Dorf, Ixanun ist daran schuld. Ja, immer diese Jugend hier. Tja, Freunde, das war Kapitel 3 und wir sehen uns natürlich gleich hier in Kapitel 4, die Wiederbelebung einer Suche. Also, bleibt dran und bis gleich.